Über 240.000 Menschen leben in Deutschland nur mit einer Duldung. Sie haben also einen sehr prekären Status und werden oftmals auch an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass damit eigentlich Schluss sein soll. Also insbesondere, dass Menschen über Jahre hinweg mit der Duldung hier leben, sogenannte Kettenduldung. Dafür wurde das Chancenaufenthaltsrecht vorgeschlagen, was vorsieht, dass Menschen, die bis zum 1. Januar 2022 schon 5 Jahre in Deutschland sind, nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, eine einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe bekommen soll. In diesem Jahr sollen sie dann die Anforderungen an tatsächliche Bleiberechte erfüllen können. Das ist insbesondere die Identitätsklärung und die Lebensunterhaltssicherung, was halt doch in der Praxis, wie wir auch gleich hören werden, doch sehr schwierig sein kann. Also sie haben ein Jahr, um diese Anforderungen zu erfüllen, aber nur wenn sie das geschafft haben, können sie dann tatsächlich dauerhaft mit einem Bleiberecht in Deutschland bleiben. Ja, danke, dass ihr heute da seid. Farah, magst du uns vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst, wie deine Geschichte hier in Deutschland bislang war? Sehr gerne, ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, auch hier zu sein. Mein Name ist Farah Harib, ich bin 38 Jahre alt, ich lebe 36 Jahre schon in Deutschland. Ich bin Fachkraft für Intensiv- und Anästhesiepflege und arbeite an der Medizinischen Hochschule auf Intensivstation. Ja, und lebe so mein Leben mit meiner Duldung 36 Jahre lang, also eigentlich 16 Jahre lang. Vor 16 Jahren hat man mir den Aufenthalt wieder weggenommen und sagte, sie erfüllen die Voraussetzungen nicht mehr für ein Aufenthaltsrecht. Und jetzt müssen sie einen Pass beschaffen, ihre Identität nachweisen und. Und das alles von Deutschland aus. Also ich durfte nie in das Land dahin reisen aus dem Homeoffice. Und das ist mir jetzt 16 Jahre nicht wirklich gelungen. Was ist denn konkret das Problem? Also was funktioniert da nicht? Was verlangen die Behörden? Wo liegt da eigentlich die Krux in der Sache? 86 sind wir nach Deutschland geflohen und man nimmt ja bei einer Flucht einfach mit, was man greifen kann. Und man hat eine Geburtsbescheinigung gegriffen, von mir und meinem Bruder die Geburtsbescheinigungen. Mein Vater hat seinen Führerschein mitgenommen und den Mieterausweis, also die Mietbescheinigung. Alles, was man so greifen kann auf einer Flucht. Und es soll ja auch nicht so viel sein, weil man braucht leichtes Gepäck, wenn man flüchtet. Es soll ja auch nicht auffallen, dass man flüchtet. Und dazu hatten meine Eltern ihre beiden Babys auf den Armen. Eins davon war ich und das andere Baby war mein Bruder. Und dann sind wir 86 nach Deutschland vor dem Krieg geflohen. Aus dem Libanon? Aus dem Libanon, genau. Und in Deutschland angekommen, also wir sind über Syrien nach Deutschland geflohen und in Deutschland angekommen. Meine Mutter hat gedacht, wir machen ein Jahr eine kleine Europareise und dann sind wir bald wieder zurück, wenn der Krieg vorbei ist. Ja, und aus einem Jahr wurden dann 36 Jahre. Und in den ersten 11 Jahren unseres Daseins in Deutschland kämpften meine Eltern via Gericht, dass sie wieder zurück nach Hause wollten. Die wollten gar nicht hierbleiben. Und die haben ja alles zurückgelassen. Die haben Heimat zurückgelassen, sie haben Familie zurückgelassen, sie haben ihre Eigentumswohnung zurückgelassen, die haben ja alles, ihr komplettes Leben zurückgelassen. Alles, was sie mitgebracht haben, waren ein paar Windeln und uns, um es flapsig auszudrücken. Und wir haben nach 11 Jahren den Krieg verloren. Meine Eltern haben dann auch aufgehört zu kämpfen und haben sich dann hier niedergelassen in Deutschland und haben gesagt, gut, unsere Heimat haben wir verloren, aber für unsere Kinder gibt es eine neue Heimat, das wäre Deutschland. Die haben uns in 2 Kulturen aufgezogen, einmal in der arabischen Kultur, einmal in der deutschen und haben einfach beides verbunden problemlos. Haben die Türken ja vor uns auch geschafft, also warum sollte es den Arabern nicht auch gelingen? Wir sind zur Schule gegangen, wir haben alle Abitur gemacht, meine Geschwister und ich. Ja, und nach meinem Abitur und meinem Führerschein, das habe ich beides hintereinander gemacht, kam die Ausländerbehörde und sagte, sie erfüllen die Kriterien nicht mehr. Sie müssen uns einen Heimatpass aus dem Libanon beschaffen. Entschuldigung. Als ich dann fragte, ja, wie sollen wir denn das von hier aus machen, weil wir hatten das Prozedere ja die ersten 11 Jahre schon. Da durften wir nicht zurückreisen, mussten das alles von hier aus machen, aber es hat der damaligen Sachbearbeiterin gereicht. Dieses Mal reichte es nicht mehr. Und dann hieß es von der Sachbearbeiterin, das müssen Sie von hier aus machen. Ich habe Kontakt zu diversen Behörden gehabt, und zwar zur libanesischen Botschaft in Berlin, zur deutschen Botschaft in Beirut, zu Anwälten, zu der Ausländerbehörde im Libanon, also zu verschiedensten Behörden. Und alle waren sich einig, es herrscht das Präsenzgesetz im Libanon, sie müssen persönlich hier auftreten. Wir reden nämlich von einer Volljährigen, die sich nachregistrieren lassen möchte. Es hat also nicht ganz geklappt, das habe ich ihr auch vorgelegt, all meine Versuche. Sie wischte alles vom Tisch und sagte, das brauchen Sie nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben falsche Angaben gemacht, das ist der Vorwurf, Sie sind Türkin. Und damit endete mein Leben. Und vermutet wird, dass ich Türkin bin und nicht aus dem Libanon komme und auch keine Staatenlose bin.
Dagegen versuche ich jetzt seit 16 Jahren anzukämpfen, aber ohne Erfolg. Mhm. Und vor etwa 3 Jahren, mitten zur Corona-Hochsaison, kriegte ich dann ein Schreiben von der Ausländerbehörde, wo mir dann die Duldung leid angedroht worden ist. Im Moment habe ich die normale Duldung, wenn man es als normal bezeichnen kann, diesen Schnipsel. Da wurde mir die Duldung leid angedroht. Und die Duldung leid wurde damals von unserem Herrn Seehofer, dem damaligen Bundesinnenminister, ins Leben gerufen. Diese Duldung leid ist ein gewaltiger Einschnitt im Leben. Also die jetzige Duldung schneidet schon extrem rein, aber die Duldung leid ist noch viel massiver. Und es hätte ja auch konkret bedeutet, dass du als Intensivkrankenschwester gerade mitten in einer Pandemie nicht mehr erlaubt wärst zu arbeiten. Also Duldung leid bedeutet ja immer automatisches Arbeitsverbot. Genau so ist es. Und entsprechend hat dein Fall ja auch da wirklich Wellen geschlagen, muss man ja auch sagen. Ist ja bekannt geworden. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zurück. Hassan, vielleicht gehen wir mal kurz zu dir. Ihr habt ja Geschichten, die vom Ursprung her erstmal ein bisschen ähnlich sogar sind, aber dann entwickelt es sich irgendwie ganz anders bei euch. Magst du vielleicht mal ein bisschen von dir erzählen? Ja, ich bin 88 geboren und meine Eltern sind mit meiner älteren Schwester, die ist ein Jahr älter als ich, 1990 nach dem Mauerfall dann nach Deutschland gekommen, schiitisch aus dem Süden. Und aus dem Süden von Libanon. Weil ähnliche Grundsubstanz sozusagen. Aus dem Süden von Libanon auf jeden Fall. Nach Deutschland gekommen, hier haben sie dann auch Asyl beantragt, ja, aufgrund von politischen Flüchtlingen, weil sie schiitisch sind. Und wir haben dann sofort irgendwie, ich glaube, dass dann kurze Zeit darauf, dass wir geduldet wurden. Und bis 2002 auf jeden Fall, das weiß ich. Also weil ich war ja damals noch sehr klein. Ich hatte auch nie so einen richtigen Einblick in die Akten jetzt im Nachhinein, weil dieser Anwalt, den wir hatten, der ja gar kein Anwalt war, sondern jemand, der das ein bisschen so autodidaktisch gelernt hat und so die rechte Hand von so einer Anwaltskanzlei war. Weil früher ist man dahin gegangen, weil man hatte ja nicht genug Geld, um einen richtigen Anwalt zu bezahlen. Da hatte man so, sagen wir mal, Anwälte leid, wenn wir das so nennen. Ja, Duldung leid, Anwälte leid. Da ist die Akte, die haben das, diese Kanzlei geschlossen und die Akte ist verschwunden und so. Ich hatte nie einen richtigen Einblick. Aber bis 2002 war das dann so, dass wir geduldet waren. Dann hieß es, wir können, falls wir unsere Identität klären und bestimmte Kriterien erfüllen, beziehungsweise meine Mutter und mein Vater, die können dann einen Aufenthaltstitel bekommen. Das heißt, Pass besorgen, arbeiten, kleinere Wohnungen, Kinder in den Kindergarten, also beziehungsweise mein kleiner Bruder musste in den Kindergarten und natürlich Existenz sichern, also finanziell. Und das hat erstmal geklappt und dann musste meine Mutter die Arbeitsstelle wechseln. Sie hat dann weniger verdient und dann nach einem Jahr wurde dann der Pass eingezogen. Davor hatten wir gar keinen Pass. Ja, und nach einem Jahr wurde der Pass eingezogen und wir wurden dann 2003 am Geburtstag von meinem kleinen Bruder Maradona, ja, am 2.4. wurden wir dann abgeschoben. Rechtswidrig, es lief noch ein Asylverfahren erstens und es wurde uns gesagt, wir müssen jetzt gehen, sofort, weil die Flüge günstiger waren. Das war wirklich das, was die Polizisten zu uns gesagt haben. Und meiner Schule wurde natürlich dann auch gesagt, ich bin zum Urlaub in Dortmund bei meiner Tante. Ja, solche Sachen wurden dann erzählt, das hat man uns dann vorgeworfen, dass wir irgendwie die Schule schwänzen und irgendwie so einen Lenz machen. Ja. Und irgendwann war ich dann natürlich volljährig und war sozusagen unabhängig von meinen Eltern, auch was die Papiere anging. Und ich war für mich selbst verantwortlich und ich habe meine Schule gemacht, erstmal ein MSA. Aber ihr seid erstmal wieder zurückgekommen, ne? Genau. Also man sieht, ich bin hier, also ja. Wir sind auch irgendwann wieder zurückgekommen. Also 6 Wochen später, nachdem wir abgeschoben worden sind, sind wir zurückgeflohen. Also davor war ich eigentlich gar kein Flüchtling. Ich bin erst für mich persönlich zum Flüchtling geworden oder geflohen, nachdem ich abgeschoben worden bin aus meiner sogenannten Heimat dann, ja, Berlin. Und wir waren dann 6 Wochen später wieder da und meine Mutter hatte die Duldung noch in der Hand, die war noch gültig, ist in die Ausländerbehörde marschiert und hat die dann verlängert. Ja, und dann hat man so Sachen natürlich immer wieder gehört wie, warum sind Sie hier? Wir haben viel Geld gezahlt, dass Sie zu Hause sein können. Ja. Also auf jeden Fall war ich dann unabhängig mit meinem 18. Lebensjahr und für mich selbst verantwortlich und habe dann meine Schule gemacht, erstmal MSA. Dann hieß es Abitur oder Ausbildung, sonst Abschiebung. Abitur gemacht, dann hieß es Studium oder Ausbildung, sonst Abschiebung. Mein Studium gemacht und dann hieß es Arbeitsstelle, sonst kein Aufenthalt sozusagen, Aufenthaltsstatus. Ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten. Ich habe
2009 angefangen, Steuern zu zahlen dann. Wurde dann nach 27 Jahren, hatte ich dann die Chance, ich war dann 29 Jahre alt, in München eingebürgert. Und meine Einbürgerung am Valentinstag, am 14.02.2017, habe ich mir so ausgesucht, dass ich das niemals vergesse. Ja, war ganz bewusst gewählt. In der Ausländerbehörde verlief so, ich musste dann natürlich einen Eid leisten. Und nachdem ich den Eid geleistet habe, dass ich immer die Verfassung und die Rechte und so weiter respektiere, und wurde mir dann gesagt, wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Ja, also, obwohl Empfehlungsschreiben von verschiedensten Vereinen, obwohl ich so viel auch ehrenamtliche Arbeit geleistet habe, in der Rüttli-Schule, in der Manege, in der Rüttli-Straße, das ist der Jugendclub dort, auch was man ja auch in dem Dokumentarfilm Neukölln Unlimited über meine Familie, wurde 3 Jahre lang begleitet von Dokumentarfilmern. Wir haben auf der Berlinale 2010 Gläsernen Bären gewonnen. Es waren insgesamt 70 Drehtage, eine kleine Anekdote. Nach dem ersten Drehtag meinte meine Mutter es waren 70 Drehtage über 3 Jahre verteilt, meine Mutter nach dem ersten Drehtag zu den Regisseuren: und, wann kommt der Film raus? obwohl ich diese ganzen Empfehlungsschreiben hatte, dann auch von Franz Schulz und verschiedenen Politikern, mit denen ich immer gearbeitet habe, Podiumsdiskussionen, die ich selber auch organisiert hatte oder teilgenommen habe, wurde mir dann das sozusagen irgendwie vor die Nase, wurde mir das dann gesagt, und ich fühlte mich einfach so, ich hatte einfach das Gefühl, du wirst hier niemals ankommen irgendwie. Du bist immer noch auf dem Weg und musst dich immer noch beweisen. Also auch, also obwohl du alles gemacht hast und alles getan hast. Also das hat mir wirklich persönlich so, also allein diese Sicherheitsbefragungen, die ich in München immer durchgehen, also immer wieder machen musste, ob ich oder meine Eltern oder meine Freunde irgendwie Terroristen sind und ob wir irgendwelchen Vereinigungen angehören. Also das ist so ein Terror gewesen neben meiner Schauspielausbildung, die auch ein Terror war, sozusagen, einfach mental. Für mich war das sehr schwierig zu der Zeit, und ja, ich war super enttäuscht, ja, von, also dass man dann diesen Punkt erreicht hat, dieser Tag, ja, wo man eingebürgert wird, nachdem man 27 Jahre gearbeitet hat, davon irgendwie 13 Jahre Steuern gezahlt hat und so, ja, dass man dann sagt, so, hoffen wir, dass du nicht kriminell wirst oder nicht ein Terrorist oder was auch immer, ja. Ja, das ist so meine Geschichte in kurz eigentlich. Ja, und da war gerade schon ein Stichpunkt dabei, Schauspielschule. Du bist jetzt ein bekannter Schauspieler, bist eingebürgert, du bist Intensivkrankenschwester, lebst immer noch mit einer Duldung in Deutschland. Felix, das Chancenaufenthaltsrecht, ist das jetzt tatsächlich der Weg, wie wir dafür sorgen können, dass sich solche Situationen eigentlich nicht wiederholen, wie die beide erlebt haben oder immer noch erleben müssen? Naja, erstmal muss ich echt sagen, sehr gut, dass ihr eure Geschichten erzählt, weil das ja auch immer irgendwie schwierig ist, ne, weil man ja so, was ihr erlebt habt, das gibt ja auch Stiche ins Herz, ne, weil man ja auch so vom Staat nicht gut behandelt wird oder eben von den Behörden. Wir haben ja mehrere Wege, um diese Scheißkettenduldung zu durchbrechen. Und die Vorgängerregierungen haben ja immer versucht, mit den sogenannten Bleiberechtsregelungen schon einen Weg aus der Duldung rauszubekommen, weil klar ist, oder vielen zumindest klar ist, dass trotz der Ausreisepflicht, nichts anderes sagt ja die Duldung, Menschen einfach aus bestimmten Gründen nicht abgeschoben werden können. Ne? Also die Geschichte von Farah, wenn man die im Detail kennt, zeigt das exemplarisch. Und deine Geschichte kenne ich nicht im Detail, aber zeigt das auch exemplarisch. Und dass man dann eben in diesem Zustand nicht dauerhaft bleibt, das ist das Ziel. Und es gibt mehrere Wege im Gesetz aus dieser Duldung heraus. Und wir haben jetzt noch eine ganz neue geschaffen, und das ist das Chancenaufenthaltsrecht. Und das Besondere daran ist, dass man wirklich sagt, man setzt jetzt nicht alles voraus, was ihr aber schon mitbringt, nämlich Lebensunterhaltssicherung, und man muss schon vollständig den Lebensunterhalt sichern etc., was die anderen Bleiberechtsregelungen teilweise als Voraussetzung hat, sondern sagt, es müssen nur 2 Kriterien erfüllt werden, nämlich ein Bekenntnis zur Grundordnung, und man muss 5 Jahre da bleiben. Jetzt ist zusätzlich noch reingekommen das Thema Identitätstäuschung. Und da kommen wir schon zum Kern des Problems. Also immer wenn in dieser Flüchtlingsgeschichte gesagt wird, ja, aber das sind alles Identitätstäuscher, sind da ganz, ganz komplexe Geschichten dahinter. Und die werden nicht erzählt. Ne? Und es gibt einfach viele, viele Menschen, die aufgrund von
ihren Herkunftsstaaten, weil sie Minderheiten dort sind, einfach nicht registriert wurden oder auf der Flucht aus Ländern, die sie auch ablehnen als ihre Staatsbürger. Und da muss man wirklich ganz differenziert hingucken und deswegen wollen wir eine Regelung schaffen, jetzt auch noch eine Versicherung an Eidesstatt, die dieses Problem löst. Also verschiedene Dinge. Genau, und das eine, also Chancenaufenthaltsrecht ist jetzt ja oder kommt jetzt gerade ins parlamentarische Verfahren. Du hast jetzt einen Punkt schon angesprochen, weil bei dir auch, also tatsächlich, du könntest gerade, davon gehst du aus, das Chancenaufenthaltsrecht nicht beantragen, oder? Magst du das vielleicht nochmal erklären? Nee, das kann ich ja gar nicht, weil mir wird ja persönlich Identitätstäuschung vorgeworfen. Man vermutet, ich sei vielleicht türkische Staatsbürgerin und hätte das verschleiert. Ja, ja, und ich arbeite daran, das Gegenteil zu beweisen. Bislang habe ich auch etwas geschafft. Also ich habe es endlich geschafft, durch einen Anwalt zu dem Geburtsort, meinem angeblichen Geburtsort in der Türkei, Kontakt aufzunehmen. Und die haben mit dem Anwalt gesprochen, mit dem türkischen Anwalt, der direkt in der Türkei sitzt. Und da waren sie sich einig, sie ist keine Türkin. Sämtliche Nachweise, die die Ausländerbehörde gegen mich benutzt hat, und ich weiß nicht, wie die es geschafft hat, es vor Gericht sogar gegen mich dingfest zu machen, gelten in der Türkei nicht als Nachweise. Der Geburtsort kennt weder mich noch meine Familie und sie sagen, sie hat auch keine Chance darauf, eine Türkin zu werden. Das wiederum reicht aber schon wieder der Behörde nicht. Mhm. Und ich weiß einfach gar nicht, wie man es denen noch recht machen soll. Also bei allem Respekt, also ich bin kein Genie, also ich kann keine Wünsche erfüllen. Also du musst einen krassen Aufwand betreiben, gar nicht nur um deine Identität zu klären, sondern eigentlich um eine falsche Identität abzuwehren, die dir aufgedrückt wird. Und ganz viele betreiben aber ja wirklich auch einen immensen Aufwand, um irgendwie zu versuchen, gehen x-mal zur Botschaft. Ihnen wird da immer wieder gesagt, nee, aus den und den Gründen machen wir das nicht oder sie wollen nicht gehen. Gestern hatten wir jemanden aus dem Iran, der eben einfach auch nicht mit diesem Regime zusammenarbeiten will, der Angst hat, zur Botschaft zu gehen. Die Identitätsklärung per Versicherung in Eidesstatt ist ja so der Grundgedanke, damit könnte man das vielleicht aufkriegen, dieses Problem. Aber warum ist das jetzt nicht schon im Gesetz drin? Also das wäre jetzt ja der perfekte Moment eigentlich. Ja, das fragen wir uns auch. Aber das ist so, wie das in der Politik leider ist. Wir haben Druck gemacht auf unsere eigene Bundesregierung, dass wir diesen Gesetzentwurf jetzt schnell wollen. Also zum Chancenaufenthaltsrecht. Und da hat auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser reagiert und gesagt, okay, dann bringt sie noch vor Herbst, also jetzt vor der Sommerpause oder sitzungsfreien Zeit heißt das bei uns, das Chancenaufenthaltsrecht auf den Weg. Und dann haben wir gesagt, da muss aber auf jeden Fall auch die Versicherung an Eidesstatt mit rein. Wir wollten auch noch andere Punkte mit rein. Hat sie gesagt, das schaffen wir nicht. So, aber wir machen auf jeden Fall das Chancenaufenthaltsrecht. Dann haben wir gesagt, gut, das teilen wir nicht. Aber jetzt sind wir erstmal froh, dass das Chancenaufenthaltsrecht kommt. Wir sind aber schon dabei, das zweite Paket zu verhandeln. Und da ist auch schon sozusagen, da stehen die Eckpunkte. Und das wird definitiv auch zeitnah jetzt kommen, sodass ich mal hoffe, also wir sind da auf jeden Fall bereit für, dass das zeitgleich vielleicht sogar verabschiedet wird. Mhm. Hassan, du bist ja durchaus skeptisch, was das Chancenaufenthaltsrecht oder den Nutzen angeht, so ein bisschen auch aus deiner eigenen Erfahrung. Magst du das mal erklären, wo da für dich so ein bisschen die Probleme liegen können? Also, also skeptisch. Ich hoffe, dass das dann so funktioniert, wie man sich das erhofft. Es gibt ja diese Gefahr, also erstmal gibt es ja ganz konkrete Fragen, warum werden Menschen, die hier geboren sind, also zu 28 Jahre alt sind oder 26 Jahre alt sind, jetzt so mit wirklich Geflohenen, die vor 5 Jahren dann hierher gekommen sind, vermengt und alle haben sozusagen dieselben Kriterien. Ab wann gilt man hier sozusagen als Mensch, der deutsch ist? Ja, warum muss ich jetzt beweisen in diesem einen Jahr, dass ich hierher gehöre? Ja, sozialisiert in Deutschland, die Schullaufbahn gemacht oder auch nicht, wer weiß. Also gibt es ja unterschiedliche Varianten natürlich auch. Und dann ist meine Frage, wenn man jetzt diesen Aufenthalt auf Probe eingeht, sage ich mal, also wenn man seine Identität klärt, was wir ja damals 2002 auch gemacht haben, das ist ja sozusagen eine ähnliche Vorgehensweise, wer versichert denn den Menschen dann am Ende, dass sie, wenn sich ihre Situation zum Beispiel verschlechtert dann nach diesem einen Jahr oder nach 2 Jahren, dass nicht der Pass eingezogen wird und sie abgeschoben werden. Ja, das ist so meine Frage, weil das konnte ich jetzt noch nicht so entnehmen aus den Berichten oder
Genau, der Vorteil ist einfach, und das darf man nicht unterschätzen, bisher war es immer so, ihr müsst erstmal die Voraussetzungen erfüllen, eure Identität erkennen, aber im Duldungsstatus. Und dann hat man irgendwie versucht, das hinzukriegen, und in der Zeit haben trotzdem Behörden gesagt, ah, jetzt haben sie irgendwas vorgelegt und jetzt nutzen wir das, um sie abzuschieben. Also man ist immer in dieser unsicheren Situation geblieben und das wird geändert. Also sobald du den Antrag stellst, kriegst du die Aufenthaltserlaubnis und kannst in dem Jahr die Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, du hast erstmal ein Jahr Zeit mit einem Aufenthaltstitel. Das macht schon echt einen großen Unterschied zu vorher. Und das ist beim Chancenaufenthaltsrecht ist es auf jeden Fall die Möglichkeit, Menschen, die ausreisepflichtig sind, unter einem sicheren Status diese Voraussetzungen zu erfüllen, die dieses Aufenthaltsgesetz hat. Und klar, du hast dann, wenn du dann nach einem Jahr dann deine Verlängerung beantragst, weiß nicht, wie ich ins Detail gehen soll, dann beantragt man die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis auf Grundlage eines anderen Paragraphen. Und das sind natürlich erstmal sozusagen, ist keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, ne? Ist noch nicht die Niederlassungserlaubnis. Also diesen Hürdenlauf hat man immer. Da kommen wir aber auch schon zu den anderen Gesetzespaketen, die auch noch kommen, dass wir möglichst schneller dahin kommen wollen, dass nicht immer befristete Aufenthaltserlaubnisse kommen, sondern auch da schneller in die Niederlassungserlaubnis und schneller in die Staatsbürgerschaft. Also Staatsangehörigkeitsrecht, um das auch nochmal vielleicht zu sagen, soll auch noch dieses Jahr kommen. Und da geht es so, dass man sich schon nach 2 oder 3 Jahren sogar einbürgern lassen kann. Und die Frage ist, auf Basis einer Aufenthaltserlaubnis. Aber die Frage ist doch jetzt, ja. Sind Sie, ich habe das nicht ganz rausgehört, sind Sie jetzt, ist man denn sicher, wenn man jetzt diesen Aufenthaltsstatus kriegt und der Paragraph sich ändert, nicht abgeschoben zu werden sozusagen? Also naja, nee, genau. Also du hast ja nur ein Jahr, das ist diese Aufenthaltserlaubnis auf Probe. Und danach, sagen wir mal, ich bestehe dieses eine Jahr. Genau. Ich bin jetzt im zweiten Jahr. Und dann kannst du den Antrag stellen auf diese Paragraphen 25a und 25b. Das ist dieses diese Bleiberechtsregelung. Und da die Voraussetzung musst aufgrund du erfüllen, von Asyl? Oder auch weitere? Nee. Also unabhängig von Asyl? Genau. Okay. Entschuldigung. Wiebke, du kennst dich ja auch aus. Also ich kann jetzt die Kriterien nennen. Die werden jetzt auch nochmal geändert und ein bisschen vereinfacht. Und wenn ihr die Kriterien oder wenn man die Kriterien erfüllt, dann kriegt man die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis. Ja, es ist auch nochmal eine Hürde. Und das ist auch das Wichtigste, dass wir jetzt in den Gesetzesberatungen, jetzt fängt ja erst die parlamentarische Beratung an, dass wir wirklich gucken, reicht dieses Jahr überhaupt? Weil ja, ein Jahr ist ja tatsächlich kurz, ne? Ich meine, wie lange beschäftigt ihr euch mit eurem Leben? Jahre. Genau. Ein Jahr ist relativ kurz und sind die Hürden für eine Verlängerung dann nicht zu hoch? So, weil es ist nicht schlimmer, fände ich auch, wenn man jetzt nach so und so vielen Jahren Duldung diese Aufenthaltserlaubnis hat und dann wieder in die Duldung zurückfallen würde. Gebe ich dir vollkommen recht. Und deswegen wollen wir die Chance, die dann, dass das keine vertane Chance ist, sondern dass man wirklich dann schnell eine Perspektive hat, nicht nur auf einen Daueraufenthalt, sondern an, ja, relativ schnell auch in die Staatsbürgerschaft wächst, weil das Gesetz zur Staatsangehörigkeit, zur schnelleren Einbürgerung und auch zur doppelten Staatsbürgerschaft im Übrigen kommt dann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Aber vielleicht um dann den Punkt, ich würde es nur kurz ergänzen, um das sozusagen deutlich zu machen, weil das ja genau deine Frage ist. Ne? Es ist ja schon so dann nochmal ein entscheidender Moment. Man hat ein Jahr die Aufenthaltserlaubnis auf Probe, ja. Und dann muss man die Anforderungen erfüllen. Und die sind eben schon, das sehen wir ja bislang, nicht immer unproblematisch. Das ist einmal die Identitätsklärung, ne? Wo selbst wenn dir das jetzt nicht vorgeworfen würde, ist die Frage, reicht jetzt das eine Jahr, um endlich nach all den Jahren das zu schaffen? Wenn nicht, ist wieder die Frage, funktioniert dann der Wechsel? Und das Zweite, eine recht weitgehende Lebensunterhaltssicherung, wo ja auch die Frage ist, du hast das ja zum Beispiel mit deiner Mutter auch ein bisschen erzählt, dass es bei ihr auch Probleme gab, nachdem sie den Arbeitsplatz wechseln musste, nicht mehr so viel verdient hat. Und wir wissen ja auch nicht, wie das nächste Jahr oder dieses Jahr wirtschaftlich noch weitergeht in Deutschland. Auch das kann natürlich wirklich schwierig sein für viele Menschen. Und dann ist die Gefahr, die du ja angesprochen hast, finde ich schon sehr konkret durchaus. Also Phyllis hat ja gerade gesagt, dass es nichts schlimmer ist, dass man als wenn man dann wieder auf die Duldung zurückfällt.
Die Frage ist nur, fällt man auf die Duldung zurück oder ist man durch die Identitätsklärung eigentlich jetzt Gefahr gelaufen, abgeschoben zu werden? Weil die Duldung bedeutet ja Aussetzung der Abschiebung aus verschiedenen Gründen. Aber wenn die Identität geklärt ist und ein Pass vorhanden ist, kann dann überhaupt noch die Abschiebung ausgesetzt werden, wenn man weiß ja, wohin es gehen würde, sozusagen? Theoretisch und praktisch ist das so, genau, dann ist die Identität geklärt, aber du musst ja überlegen bei den Geduldeten, man muss den Geduldeten ja auch mal sozusagen Gesicht geben. Also die größte Gruppe der Geduldeten sind Afghanen. Und da ist klar, sie sind Afghanen, die Identität ist auch klar, es ist nur gerade die Diskussion, können sie sich gerade Pässe besorgen, wer hat Lust in die afghanische Botschaft zu gehen oder ins Konsulat, wo die Taliban regieren. Selbe Problematik haben wir gerade mit den SyrerInnen, da wollen sich ganz viele einbürgern lassen, müssen aber ihre Pässe verlängern, ne, weil wir ja nicht die doppelte Staatsbürgerschaft haben, also müssen sie die Pässe verlängern, um sich dann ausbürgern zu lassen, um sich dann einbürgern zu lassen. Die haben aber auch keine Lust, in die syrische Botschaft zu gehen, weil es ein Assad-Regime ist. So, diese Probleme müssen wir auch noch parallel lösen, wir auch schon in der Diskussion. Aber wenn man sich das anguckt, ist es wirklich so, bei den Afghanen, das ist die größte Gruppe, würde ich sagen, die werden ja trotzdem nicht abgeschoben. Ne? Die würden auch nicht so, da frage ich mich sowieso, warum gut, sind die noch in der Duldung? Die bräuchten eigentlich eh einen Schutzstatus, ja. Ganz klar. Aber das ist ganz klar, Afghanistan, genau. Ist ganz klar, ist ein sogenannter, so, wahrscheinlich ja. Krisen, vielleicht sogar Kriegsgebiet oder so. Ja, das ist so, ganz klar. Und dann kommen die Gruppe, die zweite Gruppe sind die Iraker, dann kommen die Iraner, also man kann wirklich so den Aber den da wird es ja schon kritisch, ne? In beide Länder wird abgeschoben, es gibt die ja. Rückkehroffensive, die leider auch im Koalitionsvertrag Direkt. Steht, da wird ja schon dolle Druck ausgeübt. Vielleicht nochmal auch ein, weil wir reden jetzt die ganze Zeit immer so, als ob alle, die keinen Pass vorlegen, die ganze Zeit über ihre Identität täuschen oder die Identität nicht klar ist. Weil du hast, das fand ich sehr eindrücklich, ja beschrieben, was ihr alles mitgenommen habt aus dem Libanon. Das waren ja ganz viele offizielle Dokumente, wo auch eure Namen und wahrscheinlich zum Teil vielleicht auch das Geburtsdatum drinsteht. Und dann wird aber immer auf den Pass gepocht. Ne? Also, oder würdest du sagen, deine Identität ist unbekannt? Nee, die ist geklärt. Also für mich ist sie geklärt, für die damalige Sachbearbeiterin war es geklärt. Ja. Plötzlich kommt eine neue Sachbearbeiterin und das ist das Problem in Deutschland. Die haben einen Ermessensspielraum. Das ist ein ganzes Fußballstadion, was die haben, die Sachbearbeiter an Spielraum. Die hat gesagt, das reicht mir nicht. Ja. Plötzlich nach 20 Jahren reicht es nicht mehr. Ja? Und ich meine jetzt, es sind 20 Jahre vergangen. Was kann ich als kleiner Zwerg, der auf dem Arm ihres Vaters hier eingereist ist, jetzt noch reisen nach 20 Jahren und von hier aus. Und als ich sie darauf aufmerksam gemacht habe und habe gesagt, es hat schon in der Vergangenheit nicht funktioniert, wir müssen Präsenz im Libanon zeigen, sagte sie zu mir, das müssen Sie von hier aus machen, Sie haben jetzt ein Jahr Zeit, also 20 Jahre nachzuholen, ein Jahr Zeit, wir müssen realistisch bleiben. Hat ja nicht funktioniert und als es nicht funktioniert hat, kam sie mir mit der Vermutung, Sie könnten Türkin sein. Und machte das vor Gericht fest. Ich finde es absurd, dass man jemanden eine Identitätstäuschung vorwirft. Der, wie alt warst du? 2 Jahre alt? 2 Jahre. Ich meine. Ja, und vor allem, man ist irgendwie in der Beweispflicht, eine Staatsangehörigkeit, die einem untergeschoben wird, irgendwie das zu widerlegen. Ja. Ne? Das ist irgendwie total absurd. Aber da wollte ich auch noch mal sagen, im Zusammenhang mit dieser Versicherung an Eidesstatt, ne? Weil das ist ja auch so ein Terminus. Es ist ganz wichtig, dass wir sprechen davon zumutbar. Ne? Was ist Menschen zumutbar, um sozusagen im Rahmen dieser Identitätsklärung Dinge zu tun? Ne? Aus unserer Sicht ist es nicht zumutbar, dass man in die syrische Botschaft geht, um einen Pass sich zu besorgen. Die Identität ist vielleicht klar, aber es ist nicht zumutbar, weil du dann in den Verfolgerstaat gehen musst. Es ist ja extraterritoriales Gebiet. Wenn du in der syrischen Botschaft bist, bist du in Syrien quasi. So, und da würden wir sagen, es ist nicht zumutbar. Es gibt da zwar auch Urteile zu, die das ein bisschen, je nachdem, aus welchem Personenkreis du kommst, differenziert sehen. Und Gleiches gilt, wenn du einen Anwalt einschaltest, so wie ihr das gemacht habt oder dahin gefahren seid oder versucht habt. Dann gibt es irgendwann eine Zumutbarkeitsgrenze. Also du hast dich bemüht, bei der Mitwirkung. Und da ist es ganz wichtig, dass wir den Bundesländern vom Bund aus ganz klar länderspezifisch für jedes Land sagen, was zumutbar ist und was dann nicht mehr zumutbar ist. Also wenn die Person das und das und das gemacht hat, für das jeweilige Land,
dann müssen sich da die Bundesländer und dann entsprechend die Sachbearbeiter in den Ausländerbehörden wirklich an ganz klaren Kriterien orientiert halten. Weil jedes Land, für jedes Land kennt man ungefähr sozusagen die Situation mittlerweile. Wie ist das Pass- und Dokumentenwesen? Wie wird registriert? Wie wurde registriert in den 80ern, wo Kriegssituation war? Für Somalia wissen wir das, für Eritrea wissen wir das. Also für all diese Länder wissen wir das sehr genau. Und da kann es nicht sein, dass das so willkürlich in den jeweiligen Ausländerbehörden je nach Laune, ich überspitze jetzt mal, je nach Laune, der SachbearbeiterInnen dann ausgeübt wird. Ne? Und das ist ja auch da schon der Bund, kommt dem Bund eine ganz wichtige Rolle zu und wir haben schon das Signal vom Bundesinnenministerium bekommen, dass sie daran arbeiten wollen. Okay, sehr gut. Aber vielleicht auch Stichpunkt Ermessensspielraum der Ausländerbehörden. Ihr macht auf Bund die Gesetze, die Umsetzung ist dann quasi aber letztlich eben sehr lokal bei den Ausländerbehörden. Vielleicht auch ein bisschen so von eurer Erfahrung, wie groß seht ihr die Gefahr, dass selbst wenn es das gute Gesetz wäre, dass es dann, sobald es Spielraum gibt, das quasi vor Ort kaputt gemacht wird für die Menschen? Also ich finde, ich meine, vom Bund kommt ja was Gutes, ja, noch ausbaufähig, aber es kommt was Gutes, ist ein gutes Signal da. Ich bin der Meinung, dass solange die alten Gesetze, die noch existieren, nicht reformiert oder stillgelegt werden und scharf sind wie eine Rakete, können die immer noch ausweichen und dieses Gesetz nicht anwenden, weil sie sagen, in meinem Ermessen finde ich, das da passt besser als das Neue. Ja, also die haben ja viel Spielraum. Und selbst wenn es der Sachbearbeiter nicht ist, der da drüber sitzt, der kann das ja auch anwenden. Der kann ja auch sagen, nee, wollen wir nicht, wir machen das andere. Genau, man muss immer sagen, mal von den SachbearbeiterInnen abgesehen, der Geist, die politische Haltung spiegelt ja das Aufenthaltsgesetz wider. Also wir haben 16 Jahre CDU-CSU-Innenministerium gehabt und dieser Geist wurde ja auch politisch vorgegeben und dann wurde das je nach Bundesland, wer da gerade regiert hat, ein bisschen sozusagen durch Erlasse anders dann interpretiert und das Ganze sozusagen zu korrigieren oder wir sagen ja auch, wir sprechen von einem Paradigmenwechsel. Das ist der Anspruch, den wir haben. Genau, aber das wird wahrscheinlich, bis sich das sozusagen durchträgt, dauert das vielleicht ein bisschen. Aber ich hoffe, also zumindest ist mein Eindruck, dass man schon merkt, dass der Anspruch, den wir jetzt vorleben, dass der dann auch verstanden wird. Also, gleichzeitig ist es ja schon noch davon abhängig, wie die Gesetze konkret gemacht sind, wie viel Spielraum da ist. Und auch da könnte man das Chancenaufenthaltsrecht ja schon noch stärken, zum Beispiel indem es wirklich eine Anspruchsregelung ist. Also dass da eben wirklich der Spielraum genommen wird, wenn die Kriterien genau. Man vielleicht auch noch verbessern könnte, wo es auch noch recht niedrig ist, also diese recht hoch sind genau. Zum Teil. Sowas wäre doch jetzt vielleicht im parlamentarischen Verfahren jetzt noch möglich. Genau, der Gesetzentwurf, der wurde jetzt erstmal vom Kabinett, also die Bundesregierung hat jetzt gesagt, ja, so kann der Entwurf, den die Innenministerin gemacht hat, ins Parlament eingebracht werden. Und jetzt fangen wir erst an, den Entwurf des Innenministeriums zu beraten. Und der Entwurf ist erstmal schon eine gute Vorlage, aber im Gespräch mit Pro Asyl oder auch mit vielen Unternehmen gibt es schon sehr gute, aus unserer Sicht, Verbesserungsvorschläge. Und deswegen ist es echt wichtig, dass wir diese Geschichten von euch kennen, weil gerade diejenigen, die maximal gegen das Chancenaufenthaltsrecht sind, sagen, hier, diese Identitätstäuscher. Und wenn man mal die Geschichte von dir erzählt, ne, du hast ja auch ganz viel Zuspruch bekommen, auch in Niedersachsen, so als Krankenschwester, als Intensivkrankenschwester und keiner hat verstanden, wieso du von Abschiebung bedroht bist. Ne? Und diese Geschichten zu erzählen, ist unglaublich wichtig, damit dieser Zahl, die auch immer genannt wird, ein Gesicht gegeben wird und dass das einfach auch nicht den Tatsachen entspricht. So, und wenn wir das alles wenn alle gemeinsam nochmal bei uns lobbyieren, dann hoffen wir, dass wir das Gesetz noch ein bisschen verbessern. Ja, ich muss da mal einhaken, weil du hast ja gerade gesagt, es wird nicht verstanden, warum jemand wie Sie sozusagen von Abschiebung bedroht ist, weil sie ein so gutes Beispiel ist oder weil sie so eine positive Geschichte hat.
Nun haben wir aber auch natürlich Kinder und Jugendliche oder mittlerweile Erwachsene, die hier geboren sind, die auch geduldet sind und deren Leben vielleicht nicht so, sag ich mal, positiv verlaufen sind. Dann ist meine Frage, die ich stelle, also die kriegen jetzt auch diese Chance, sich zu beweisen. Meine Frage ist dann, warum, also was ich vorhin auch gesagt habe, warum muss man sich beweisen überhaupt? Ja, und versteht man das denn überhaupt bei jemandem, dass er abgeschoben wird, wenn er nicht kriminell war? Also das ist ja so, also muss ich dann immer Fußballstar werden oder Schauspieler oder, um sozusagen zu zeigen, ich habe mich hier integriert, ja, und irgendwie eine Aufmerksamkeit zu bekommen, weil das sehe ich, also mein Bruder, das ist ein ganz spezifisches Beispiel natürlich, hier geboren, 28 Jahre alt, wurde an seinem 9. Geburtstag abgeschoben, ja, ist total natürlich zerstört. Der war im Libanon, der hat gesagt, ich will nicht zurück. Der war 9 Jahre alt. Er ist zurückgekommen, er hat zu meiner Mutter gesagt, ich will nicht hierbleiben. Der ist zur Schule gegangen, der hat nur noch Ärger gemacht, der war aggressiv, der musste in Therapie und so weiter und so fort. Er ist jetzt 28. Natürlich hat er sein Leben nicht auf die Reihe gekriegt. Wie denn auch? Dieses Land hat ja zu ihm gesagt, du gehörst hier nicht her, an seinem Geburtstag. Jetzt ist meine Frage, das ist ein spezifisches Beispiel, ist ganz klar. Es gibt aber noch mehr solche, sag ich mal, heißt Maradona, ja, aber es gibt noch mehr solche Maradonas da draußen, die hier geboren sind und eigentlich deutsche Kinder sind. So, ab wann gelte ich denn hier als ein deutsches Kind? Ja, ab wann gelte ich denn hier sozusagen als Teil dieser Gesellschaft, auch wenn ich nicht diesen Pass habe? Wie lange muss ich mich denn noch beweisen, damit die Leute sagen, du gehst her? Und wie man an meiner Geschichte dann auch ganz speziell, sage ich mal, Ausnahmefall, sehen kann am Ende des Tages nach 27 Jahren, kriege ich meine Einbürgerung mit dem Satz, hoffen wir, dass es so bleibt. Also das ist halt, meine Frage ist, 5 Jahre hier ist genauso wie 28 Jahre hier und hier geboren. Warum? Also warum gibt es da keine Differenzierung zwischen diesen Menschen? Also die Frage ist total berechtigt und ich versuche das auch immer ein anderes Bild zu geben. Ich sage ja nur, die hiesigen Gesellschaft, die erstmal infiltriert wird von den Gegnern, die also wirklich sagen, ihr sollt, die sollen abgeschoben werden, die machen das natürlich mit so Narrativen wie Identitätstäuscher und kriminell. So, und da ist natürlich total schwierig zu erläutern, welche komplexen Geschichten hinter Menschen stehen, die einfach nicht einfach sagen können, ich kann mir einen Pass besorgen oder die Identitätsnachweis besorgen. Und dafür ist es gut, Menschen zu haben, die über ihre Geschichte erzählen. So, und es ist leider Realität, wenn natürlich Fahrer mit so einer Biografie wird erstmal eher gehört. Ne, dass sie Intensivkrankenschwester und dann erzählt, warum es so schwierig ist, ihre Staatsangehörigkeit nachzuweisen. Mir geht es nur darum, wer kann glaubwürdig für die Mehrheitsbevölkerung das zu erzählen. Ob das jetzt toll ist, ich finde es auch nicht toll, ne? Weil jeder ist berechtigt oder jeder hat das Recht, gehört zu werden. Aber es ist natürlich, glaube ich, es ist vielleicht auch ein Stück weit mit Rassismus verbunden. Wem hört man zu? Wer kann glaubwürdig Geschichten erzählen? Und eine Intensivkrankenschwester ist halt in der beruflichen Renommee anders angesiedelt als der arbeitslose Jugendliche mit arabischem Hintergrund. Und deswegen sagen wir mit unserem ganzen Paradigmenwechsel, was jetzt sozusagen das Aufenthaltsrecht betrifft und auch das Staatsangehörigkeitsrecht, das zu entrümpeln, wie heißt es denn? Entrümpeln, genau. Um Menschen Rechte zu geben und überhaupt Chancen erstmal zu öffnen, das geht nur, wenn wir gleichzeitig über Rassismus in unserer Gesellschaft sprechen. Ne? Also parallel haben wir den Anspruch in dieser Regierung, unsere Gesellschaft Rassismus kritisch aufzustellen. Ne? Und anders geht es nicht, weil ich mache mal bei mir das Beispiel, als 50 Jahre GastarbeiterInnenabkommen war, da war ich schon Landtagsabgeordnete in Niedersachsen, und sagte, oh, Phyllis, du bist so ein erfolgreiches Beispiel. Erstens bin ich gar kein Kind von Gastarbeitern, mein Vater ist zum Studium gekommen, ist Arzt, ich hatte überhaupt keine Probleme, bin gut situiert aufgewachsen, wieso wollt ihr mich als Beispiel bringen? Zeigt doch die 60-jährige, 70-jährige Frau, die in der Aluhütte in den 60er Jahren geschuftet hat, die ist doch das Erfolgsbeispiel, nicht ich, nur weil ich im Landtag bin. Und das kriegen viele Leute nicht zusammen. Ne? Also meine Frage ist dann immer noch,
Kann man differenzieren oder nicht? Also, zwischen da müssen wir hinkommen. Es ist im Moment so, dass differenziert wird, genau. Aber jede und jeder hat das Recht, gleiche Rechte zu genießen, egal mit welcher Biografie. Und gleich hier, das ist ja auch unser Artikel 1, ne? Und Artikel 3 des Grundgesetzes, so behandelt zu werden, wie unser Grundgesetz das auch verlangt, unabhängig von Herkunft oder tatsächlich auch Staatsbürgerschaft. Und wenn man sozusagen das Bekenntnis zum Grundrecht jedem Eingebürgerten und auch davor abverlangt, muss man das ja selber als Gesellschaft vorleben. So, und deswegen sage ich, wir müssen unsere Gesellschaft rassismuskritisch aufstellen, und das ist sie noch lange nicht. Und ja, Rassismus geht uns alle an, ne? Jeder trägt Rassismen in sich. Wir hatten das Thema gerade. Genau, du hast ja gerade aber auch den Punkt Paradigmenwechsel angesprochen, und das ist ja auch so ein bisschen das, was du eigentlich mehr forderst, ne? Also da kann man nicht noch weitergehen. Und ich weiß nicht, ist nicht auch das Chancenaufenthaltsrecht, so wie es jetzt gerade noch ausgestaltet ist, so ein bisschen zu halbherzig? Weil auch wenn man sich die Gesetzesbegründung ja selber anschaut, da wird ja nochmal so ein bisschen vorgerechnet, 136.000 Menschen können sich vielleicht bewerben, weil sie 5 Jahre hier sind. Das sind schon nur die Hälfte ungefähr. Mindestens 5 Jahre hier sind. Ja, genau. Immer mit. Mindestens. Also immer auch sagen, dass es Leute gibt, die 30 Jahre hier sind, genau. Aber das ist schon quasi nur ungefähr die Hälfte der Menschen mit Duldung. Und dann gibt es ja sogar noch eine Berechnung, dass die Bundesregierung gerade davon ausgeht, dass nur ungefähr 34.000, also wirklich ein Bruchteil, es dann in die Bleiberechtsregelung genau, schaffen. Genau, die sind genauso skeptisch wie du. Ja, nee, ich bin nicht skeptisch. Ich stelle bloß Fragen, die mich selber beschäftigen. Ja, meine Frage, weil ich wurde eingebürgert, ich musste einen Eid leisten. Kein deutsches Kind muss einen Eid leisten. Wer sagt denn, dass der die Grundrechte so respektiert? Ja, wer sagt denn das? Oder die Verfassung, wer sagt denn das? Ja, und das ist einfach sowas, da ist ein Kind, das ist deutsch. Ja, und das muss so viele Sachen machen. Ich wurde gezwungen, Abitur zu machen oder eine Ausbildung. Ich konnte nicht wie meine MitschülerInnen damals jetzt nach Australien gehen. Work and travel. Ich durfte nicht mal Berlin verlassen. Ja? Also meine Mutter hat Coupons bekommen, um einkaufen zu gehen, und hat diese Coupons verkauft. Für 100 Euro Coupons für 75 Euro, um meinen Fußballverein zu zahlen. Also so weit geht es. Und die Leute wissen ja gar nicht, was das alles bedeutet, was für Einschränkungen es gibt. Ja, Farah, möchtest du vielleicht noch mal ergänzen, weil das ist leider ja immer noch Realität. Also es ist leider Realität, das ist bittere Realität auch. Also es ist wahnsinnig, ich kenne diese Zeiten selber. Auch vor 16 Jahren wurde uns alles genommen, dann gab es Gutscheine. Mit diesen Gutscheinen steht man an der Kasse. Man hat eigentlich 20 Jahre davor hat man mit Geld bezahlt, und plötzlich hat man da so einen gelben Gutschein. Ja, und die an der Kasse, einige von denen kannten das schon, andere kannten das nicht. Ja, und dann guckte man von oben nach unten, und das ist ein Blick, den wünsche ich keinen. Also ich wünsche es wirklich niemandem, dass man diesen Blick kriegt. Und mit diesen Gutscheinen kann man nicht alles kaufen tatsächlich. Also man kann damit kein Toilettenpapier oder Küchenrolle oder Sonstiges kaufen. Ja, Batterien sind davon ausgenommen, elektrische Geräte sind davon ausgenommen. Man kann wirklich nur reine Naturalien damit kaufen, Lebensmittel. Mehr kann man nicht machen. Und wenn man mit einer Duldung etwas auf Raten kaufen möchte, hat man verloren. Man ist grundsätzlich verloren. Also entweder man zahlt Cash. Konto eröffnen, keinen Vertrag machen oder so. Aber das sind auch die alten Zeiten, und ich finde es einfach... So alt sind die gar nicht. Aber ich finde es einfach so ungerecht. Wirklich. Das ist für mich. Aber auch, brauchtest du eine Erlaubnis, um zu kommen? Ja, genau. Man geht dann zur Ausländerbehörde, und auch in meinem Fall, man darf eigentlich mit einer Duldung gar nicht durch Deutschland reisen. So heißt es im Gesetz, und das Gesetz ist bis heute nicht umgeändert worden. Es gab einen Gerichtsbeschluss. Ich hatte mich beim Flüchtlingsrat nochmal informiert, was eigentlich die Aufgabe der Ausländerbehörde ist, die Leute zu informieren. Man kann tatsächlich wohl mit einer Duldung reisen. Wie lange habe ich noch nicht herausgefunden, aber nur innerhalb Deutschlands. Und ob man am gleichen Tag wieder zurück muss, weiß ich auch nicht. Also zu meiner Zeit, als ich sie aufgedrückt habe, durfte man das nicht. Ja? Man durfte das Bundesland nicht verlassen. Und wenn man das Bundesland verlässt, dann weil man einen dringenden Termin hat, beispielsweise bei irgendeinem großen Professor, den es sonst in Niedersachsen nicht gibt zum Beispiel. Ja? Und da muss der Termin auch vorgelegt werden bei der Ausländerbehörde. Und die entscheiden, erlauben wir oder erlauben wir nicht. Oder man muss zur Botschaft zur Berlin, die gibt es nur in Berlin. Dann entscheidet wiederum die Ausländerbehörde, erlauben wir nicht. Und es gibt tatsächlich eine Ausreisegenehmigung für ein anderes Bundesland. Es klingt verrückt, es war so. Und wir hatten diese Ausreisegenehmigung dann schriftlich bekommen, dass wir die Erlaubnis haben, von dann und dann bis dann und dann in die Stadt zu reisen, also in die folgende Stadt zu reisen und wieder zurückzukommen. Und Duldung geht ja zwischen einem Tag und einem Jahr. Das entscheidet der Sachbearbeiter, wie lange er sie verlängert.
Und er entscheidet auch, wann sie verlängert wird. Also ich hatte einen Sachbearbeiter vor mir sitzen, ich muss die Duldung manchmal ein bisschen im Voraus verlängern. Was heißt manchmal immer? Für meinen Arbeitgeber, der muss mich ja planen im Dienstplan. Und alle, die mit einer Duldung arbeiten, was gar nicht vorgesehen ist vom Gesetz ursprünglich, dass Menschen mit Duldung arbeiten gehen, das ist gar nicht vorgesehen, haben vermutlich das gleiche Problem wie ich. Die müssen vorher zur Ausländerbehörde und das verlängern. Und der Sachbearbeiter verlängert es. Also ich habe im Moment Glück, ich habe eine nette Sachbearbeiterin, die diskutiert nicht. Sie verlängert sie einfach 2 Wochen im Vorfeld. Ich hatte davor da einen sitzen, der hat gesagt, nein, erst am Tag des Ablaufs. Vorher brauchen Sie gar nicht anzutanzen. Aber damit spiele ich mit meiner Arbeitserlaubnis, weil an der Duldung ist meine Arbeitserlaubnis gekoppelt. Und das ist das Problem. Und damit spiele ich mit dem Schicksal. Und die Herausforderung mit dem Feuer nimmt man nicht gerne an, weil man weiß, man verbrennt sich am Feuer. Vielleicht machen wir jetzt, wir sind am Ende der Zeit, machen wir vielleicht nochmal eine kleine Abschlussrunde. Hassan, vielleicht magst du immer nochmal, ich mache einfach mal die Runde. Was ist das für eine Abschlussrunde? Wünsche vielleicht, und Träume, oder? Gerne, Wünsche und Träume. Überzeugt dich der Paradigmenwechsel im Koalitionsvertrag? Oder was wünschst du dir von der Regierung? Also ich bin erstmal froh, dass es in eine richtige Richtung geht. Das ist ganz klar, dass sich endlich was ändert, dass es mehr Menschen gibt, wie viele es, die sich hier einsetzen für ich sag mal diskriminierte Gruppen auch, ja, und auch geflohene Gruppen. Und ich hoffe nur, dass wir dann noch weitergehen und dass das nicht nur dabei bleibt und dass wir auch wirklich die Menschen schützen, die eigentlich schon längst Teil unserer Gesellschaft sind und hier sozialisiert sind und so weiter. Und die es auch, ich will es ja gar nicht sagen, aber so, ich will nicht sagen verdient haben. Ja, weil kann ich gar nicht entscheiden. Ich glaube auch, mein Bruder, der vielleicht seine Schule geschmissen hat und so, hätte es verdient, ein ganz normales Leben geführt zu haben hier in Deutschland. Ja. Farah, was wären deine Forderungen an die Regierung oder deine Wünsche? Nach 16 Jahren CDU, CSU... Und ich bin fix und fertig mit dieser Regierung gewesen, sehe ich jetzt einen Hoffnungsschimmer tatsächlich. Ich meine, die Grünen sitzen drin, die SPDler sitzen drin. Bei der FDP bin ich mir noch nicht so sicher, wie sie zu uns Ausländern so sind und Migranten sind. Aber vielleicht täusche ich mich ja in denen. Also vielleicht zeigen die ja noch mehr Elan und noch mehr Motivation. Also ich bin froh darüber, dass wir jetzt mal eine bunte Koalition haben, eine große Koalition haben. Und jetzt mit diesem ersten Migrationspaket, was jetzt verabschiedet worden ist, sehe ich einen Hoffnungsschimmer. Also wie gesagt, es ist immer noch ausbaufähig und verbesserungswürdig, aber ich sehe einen Hoffnungsschimmer und ich hoffe darauf, dass der Paradigmenwechsel auch auf den kommunalen Ebenen ganz schnell durchkommt, weil bislang haben die immer so CDU, CSU, wir müssen viele abschieben, ganz schnell abschieben, bloß nicht diskutieren. Und da habe ich jetzt die Hoffnung, dass das nicht mehr so ist und auch, dass dieser Rassismus auf der kommunalen Ebene ein bisschen zurückgeht. Ja, und ich finde, jeder Mensch hat irgendeinen Grund zu flüchten. Auch Hunger kann ein Grund sein, die Menschen zur Flucht zu treiben. Und da wünsche ich mir beispielsweise diese Duldung, dass die hier reinkommen, Arbeitsverbot und Flüchtlingsheim und dürfen sich nicht bewegen und nicht atmen, dass das erstmal grundsätzlich und prinzipiell geändert wird. Weil auch die brauchen eine Chance. Und ich bin fest der Überzeugung, dass nicht alle Menschen, die über die Grenze flüchten, hier rüber, dass die kriminell sind. Und ich bin mir auch sicher, das heißt nämlich immer, wir können die nicht alle aufnehmen. Wer hat es denn versucht? Ja, das ist so ein Satz, der bringt mich immer wir auf die Palme. Wir haben ja gesehen, was möglich ist dieses Jahr durchaus. Ja. Also man sieht, wenn der politische Wille da ist, geht viel. Aber da frage ich mich immer, wer hat es denn versucht? Wer kann denn das sagen? Weil wir haben es ja gar nicht versucht. Ja, genau. Was an den Wünschen und Forderungen nimmst du mit oder wofür setzt du dich ein in den nächsten Wochen und Monaten? Naja, erstmal bin ich froh, dass wir einen Koalitionsvertrag haben, der diesen Geist und diesen Paradigmenwechsel wirklich auch uns vorgibt. Den haben wir ja verhandelt. Da steht nämlich drin, Arbeitsverbote abschaffen, da steht drin, Duldungleid abschaffen, da drin steht drin, die Kettenduldung wirklich endlich zu durchbrechen und diesen Teufelskreis. Mit den ganzen Regelungen zum Bleiberecht ist Recht auf Zukunft, das ist ja auch euer Motto. Und klar, es ist leider das ist wirklich das Schwierigste an meinem Job, wie du schon gesagt hast. Also das, was dann im Koalitionsvertrag drinsteht, da hat sich immer eine Partei dann vielleicht eher durchgesetzt und die anderen versuchen dann, während dann die Gesetze diskutiert und beraten werden, dann nochmal ein bisschen zu verbessern. So, und da muss man dann halt Tag für Tag fighten für diese Ziele, die aber zumindest als Grundlage im Koalitionsvertrag vorgegeben sind. Mein Wunsch ist es aber in jedem Fall, weil das
unter diesen ganzen, diese ganze Thematik, von dieser ganzen Thematik umrahmt ist. Wir merken ja den Rechtsruck in Europa, das darf man nicht unterschätzen. Das ist extrem gefährlich. Und deswegen bin ich froh, dass die Union nicht regiert in diesen Zeiten, die eben diese andere Rhetorik hatte. Ich will jetzt diese Wörter nicht benutzen, die Friedrich Merz diese Woche gebracht hat. Und auch schon zu Seehofers Zeiten, ne, die Mutter aller Probleme ist, Punkt, 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 und zum Geburtstag freut man sich, wenn, so, das ist zum Glück beendet worden und wie gesagt, der Anspruch dieser Fortschrittskoalition, so wie wir uns nennen, ist ein anderer und den müssen wir jetzt mit Leben füllen und gut, dass Hoffnung da ist und die Erwartungshaltung an uns hoch, hält den Druck aufrecht, weil es natürlich auch anstrengend ist. Genau, es gibt auf jeden Fall einige Punkte, wo noch dran gearbeitet werden muss, damit der Paradigmenwechsel wirklich kommt. Also da schauen wir auf jeden Fall auch sehr genau hin und ihr umso mehr. Und genau, ganz vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Danke für die Einladung. Super. Danke.